Jo, meine Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem kleinen Dota Let's Play Part. Wir befinden uns in der Reborn Beta, welche in den nächsten Wochen auch ein großer Bestandteil werden wird, denn die Source One Client oder der Source One Client, besser gesagt, wird sich in Dota 2 abschaffen, was wiederum bedeutet, dass dieser schöne Reborn Client, welcher ja schon seit ein, zwei Monaten schon teilweise ein kleiner Bestandteil der Dota Community ist, standardmäßig sein. Und ja, ich habe mich mal so entschieden, hey, wir spielen mal ein bisschen Overthrow, einfach nur aus dem Grund, weil ich einen anderen Spielmodi hier zum Beispiel gar nicht mehr finde, warum auch immer. Also Allpick etc. pp. Wird dann hauptsächlich noch auf dem Standard-Client gespielt tatsächlich. Und ja, die Aufnahme werdet ihr erst in einer Woche sehen tatsächlich, denn heute ist der 2. September. Heute ist Mittwoch und ich hatte heute ein bisschen Zeit, ein Zeug aufzunehmen. Hab dann am Abend wiederum eigentlich gar keine Zeit mehr. Und auch morgen werde ich wenig Zeit haben, dann wieder was für YouTube zu machen etc. pp. Also ich bin eigentlich relativ ausgebucht. Vor allem dann nächste Woche werde ich mich ein bisschen für die Schule vorbereiten wahrscheinlich. Und naja, schauen wir mal. Jetzt sind wir natürlich hier drin. Ne? Ich würde der natürlich jetzt... Okay. Loading Screen. Ha! Overthrow. Den Modi spielen wir jetzt. Dürftet ihr wahrscheinlich schon bei diversen YouTubern gesehen haben. Es gibt halt in der Mitte so ein Totem, das ist voll toll, weil da bekommst du mehr Gold und mehr XP. Oder war es nur mehr XP? Und es geht halt darum, wer mehr Kills macht oder wer eben eine gewisse Anzahl an Kills erreicht, gewinnt eben. Und ja, das ist Overthrow. Heldenpool ist egal oder ich weiß es nicht, ist der komplette Heldenpool drin und es gibt halt wahrscheinlich hier jetzt, weil wir 9 Spieler sind, 3 Teams, 3 gegen 3 gegen 3. Was eigentlich ganz cool ist. Wir sind im Team Pink Dragon. Okay. Meins. Es ist eigentlich relativ egal. Was ein Held ich hier immer gerne spiele, ist einfach Ursa. Warum? Ursa ist stark. Ursa ist sehr, sehr stark. Ihr könnt, hier, wir finden uns hier nochmal eine kleine Beschreibung. Objective, slay your enemies first, team to hit the kill limit wins, how to play, approach the Midas throne to earn bonus gold and experience, snatch up coins the overboss tosses to earn more gold, keep an eye of the treasure deliveries and icons will appear on your map where an item will appear. Bla bla bla. Und wer eben das meiste Gold gerade hat, der bekommt, wenn der getötet wird, bekommt das Team, welchen ihn tötet, oder die Person, die ihn tötet, glaube ich, mehr Gold oder irgendeinen Boni. The current leader has a gold crawl and you will get extra gold for killing them. Item can be given to teammates or sold at your base. You may need to coordinate with an opposing team to take out the stronger opponents. Ja, ist ein bisschen... Wir sind toll. Wir sind natürlich ein Hurensohn Ursa und skillen das ist unser E. Wir bilden, was ist wichtig, wir holen uns diese Standard-Scheiße wahrscheinlich, wie immer halt. Dann gehen wir demnächst auf... Welche Boots sind hier wichtig? Ich würde sagen Face-Boots. Hier ist zum Beispiel so, schon so ein kleines Dingchen. Und ja, also man muss hier einfach in der Mitte bleiben und man bekommt automatisch was. Wenn man jetzt hier natürlich nicht aggressiv sein möchte, wartet man einfach ein bisschen und geht dann, versucht ein bisschen zu koordinieren, auf welches Team dann mal im Endeffekt geht. Wir haben auch keinen Kurier oder sonstiges, das ist aber auch gar nicht so wild eigentlich. Wir bekommen hier schon relativ viel Shit mit, wenn ihr das mal so seht. Ja, ich gehe erstmal standardgemäß auf Facebook etc. pp. Ist auch cool, dass hier angezeigt wird, hier Golden Aura etc. pp. Ist auf jeden Fall ganz toll. Ich hoffe, der Sound von dem Game ist jetzt nicht so laut, weil es wäre natürlich scheiße, wenn es zu laut wäre. Der Lich hat in Disco. I guess we could kill Tusk and Legion Commander. Yes.
Und rein geht's. Shit, er war schon Level 6, sagst du? Okay. So einfach geht es. Und das ist halt Overdraw. Natürlich kann man sagen, boah, ist eigentlich relativ lame. Es geht. Es ist ein bisschen spannender, sag ich mal, als normales Dota. Schau, ob ich das Item weg kann. Meckern ist immer okay. Okay, good job, good job. Good job, Team. So. Oh shit. Okay. Alles gut, Jungs. Alles gut. Sorry, Zeus. Ich denke, ich werde hier mal lifestyle-technisch auf den hier gehen. Meine Lieblingsmaske. Ist halt cool, dass ich ein freaking Mecha hab. Ist eigentlich schon relativ stark. Für Solo-Pickoffs. Lol. Okay, Stun in die Phrase bekommen. Alles gut, boah, ist ja Mecker. Oh shit. Shit. Das war nicht so gut. Es geht eigentlich prinzipiell nur darum, Kills zu machen. Ich muss meine Tastenbelegung hier nochmal umstellen. Fällt mir gerade auf. Y ist ein bisschen blöd. Ja, ist leicht. Solo Pickoffs. Good job, good job, good job. Well played, well played. Shadowblade, ein Skullbasher davor, ein Skullbasher. Ein Skullbasher. Oh nice, easy Scepter, boys, easy Scepter. Dass ich halt einen Mecha bekommen habe, das ist schon ein bisschen bitter so. Oh was, oh. Easy game, boys. Alles gut. Item is on the way. Let's get the item. Ach, this shit happens. Dodges? Oh fuck. Get back, get back.
Ah, shit, das lief natürlich nicht so gut. Scout-Schild brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja. Schauen wir mal, Jungs. Ist halt relativ schnell, ist halt fast so eine Art Free-for-All, wie man es halt von Call of Duty kennt. So. Nur halt, dass es 3 gegen 3 gegen 3 ist im Moment. Gibt natürlich auch noch 4 gegen 4 gegen 4 und so Scherze. Wow. Bolt Shadow Blade. Oder? Was wäre ein ganz cool Linkies? Ah. BKB Weglauf. Gar nicht so schlecht. Ich kann natürlich denken, hey, warum planst du auch, was ein Item du gehst? Ist ja eigentlich eh scheißegal. Lol. Oh lol, der hat ein Zepter. Ist halt jetzt immer so die Frage, auf was man denn gehen möchte tatsächlich. Zu es nimmt. Gut, gut, gut Job. Auf was man denn es gehen möchte tatsächlich. Ja, itemtechnisch. Ich meine, wir liegen ein bisschen hinten. Alle haben Shadowblade. Was ist das für Pussys? Fuck. Ja gut. Da war ich ein bisschen zu greedy hier gerade. Hätte dafür zurückgehen sollen. Drop Daedalus. LOL. Okay. Good job, good job. Ich weiß gar nicht, ob man mich in-game hört. Bei der letzten Aufnahme ist mir aufgefallen, als ich in-game gelabert habe. Lieber Gott, leck mich doch am... So, in der letzten Aufnahme, als ich in-game gelabert habe, ist mir aufgefallen, dass es teilweise so ein Rauschen gab, würde ich mal behaupten. Ja. Eine Art Rauschen. Welche unangenehm war. Sehr, sehr unangenehm war, das tut mir leid. Ich hoffe, das ist einigermaßen okay vielleicht. Kann man das so sagen? Scheiße. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ja, gut. Ich meine, es alles hat hier gerade damit angefangen, dass ich gesagt habe, Periode, komm, lass die ficken. Das ist nicht so gut. Wahrscheinlich wären die ein bisschen friedlicher noch drauf gewesen. Yo, das sind Zombies. Haben die nicht sogar gut Geld gebracht? Oh ja, ein bisschen Geld bringen die tatsächlich. Double Damage, nice. Ach, Huhn gibt's ja auch. Good job, gut, 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 gut. Ich geh auch mal Blade Mail. Ich brauche ein Herz. Ich brauche ein fucking Herz, brauche ich. Was verkaufe ich gegen das Herz? Oder ich trade den Shit hier mal ab. Gut, dass hier Gott sei Dank kein hier Secret Chip gibt. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch.
Wenn es hier einen Secret Shop geben würde. Erstmal ein bisschen Gold und XP noch hier ein bisschen snatchen. Ist eigentlich immer wichtig. Also ich muss meine ganzen Tassenbelegungen umstellen. Also normalerweise ist ja auf mal diese Häuschen-Taste. Kommt da hier oben das Scoreboard runter. Aber oh fuck. Aga ist einfach sehr, sehr stark auf Rave King diesen Modus. Wir müssen ein bisschen koordinierter reingehen. Fuck it, sagst du. Ah, fuck. Ah, fuck. GG, well played. Na, positiv waren wir. Ja, ich hoffe, euch hat dieser etwas kürzere Part ein bisschen gefallen vom Gameplay her, Jungs. Overdraw ist ein guter Custom-Mod, ja. Jetzt will ich hier noch kurz in Optionen reinschauen, was ich da denn alles nicht habe. Kurier F3, das ist okay. Town Item Space, das ist ebenfalls okay. Das ist okay. Options, nein, Auto Attack ist aus. Chat Wheel. Muss 5. Ja, ein Chat Wheel. So, Missing Rosha, ach du out of Mana. Ah, wie habe ich das denn eigentlich im normalen Dota gehabt? Muss mal schauen, wie ich das im normalen Dota habe, bevor ich das einstelle. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, euch hat der heutige Part ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, die Qualität war gut. Ich habe Overdraw bis jetzt noch, Overdraw. Ich habe Dota Reborn so gesehen noch nie wirklich mit Open Broadcaster aufgenommen. Sollte eigentlich trotzdem dieselbe Qualität, eigentlich fast besser sein sogar. Und ja, so rein. Bis nächstes hoffentlich.